Ja, liebe Studentinnen und Studenten, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserer ersten Lehrveranstaltung, die aufgrund der Covid-19-Erkrankungen heute online stattfindet als Aufzeichnung. Wir haben heute zum einen einen allgemeinen Teil und in dem zweiten Video dann eine Einführung in das Fachgebiet Wildbiologie, Wildökologie. Unsere Lehrveranstaltung, unser Modul, hat im Bereich Forst eine gewisse Sonderstellung. Wir beschäftigen uns nicht mit Pflanzen, wir beschäftigen uns mit Tieren, mit Wildtieren genauer gesagt. Was das ist, da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen. Und in diesem ganzen forstlichen Kontext eben eine Sonderstellung deshalb, weil wir uns auch nicht nur mit Tieren im Wald beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns mit Wildtieren. Wildtiere sind Tiere, die eine Interaktion mit dem Menschen zeigen und die letztendlich mit dem Menschen in irgendeiner Form zusammengeraten, sei es, weil wir sie nützen, weil wir sie schützen oder weil sie zum Beispiel Schäden machen. Sie haben sicherlich mittlerweile auch in dem letzten Semester genügend Zeit gehabt, über das Thema Forst und Forststudium nachzudenken. Vielleicht hier nochmal eine Anregung, was man im Bereich des Forststudiums oder nach dem Forststudium beruflich auch machen kann, nämlich sich mit Wildtieren, mit Artenschutz, mit anderen Themen um die Wildtiere herum zu beschäftigen. Zu den Formalia unserer Veranstaltung. Es ist im Grunde ein Modul, welches aus verschiedenen Komponenten sich zusammensetzt. Eine wichtige Komponente ist die Vorlesung, die wir jetzt gerade eben in aufgezeichneter Form vor uns haben. Wir werden dann später, wenn die Situation sich wieder normalisiert hat, hoffentlich im Mai, so ist es im Moment vorgesehen, kann natürlich auch nochmal später werden, wenn wir dann wieder zu normalen Präsenzvorlesungen übergehen, die natürlich deutlich angenehmer insofern sind, als wir dort auch Rückfragen stellen können, als wir dort diskutieren können. So ist es etwas einseitig, das Ganze. Ein zweiter wichtiger Teil Ihrer Lehrveranstaltung ist das Selbststudium. Das Selbststudium nimmt jetzt gerade unter der Spezialsituation Corona einen besonderen Teil ein. Das heißt, vieles, was wir vermitteln, ist ja auch nochmal zu Hause oder in der Bibliothek nachzuarbeiten. Dieses Nacharbeiten ist im Grunde jetzt auch schon ein gewisses Vorarbeiten und auch ein gewisser Ersatz von Präsenzveranstaltungen durch Selbststudium, wobei wir eben durch die Aufzeichnung der Vorlesungen und auch ein paar andere Dinge, zum Beispiel Literatur auch einzustellen, das Selbststudium etwas auflockern und auch etwas breiter gestalten wollen. Das heißt, Sie werden auf unserer Website und auch im Opal einiges an Literatur finden, das Sie lesen können, wo es um das Thema Wildbiologie, Wildökologie geht und wo Sie eben entsprechend auch durchaus Informationen finden, die über die eigentliche Lehrveranstaltung hinausgehen. Das ist da sowieso immer die Frage, was muss ich lernen, was muss ich wissen, was ist prüfungsrelevant, die Klassiker. Prüfungsrelevant ist das, was wir hier in der Lehrveranstaltung vorstellen, beziehungsweise was im Grunde dann auch im Opal als Lehrstoff eingestellt wird. Dann haben wir noch eine Exkursion normalerweise, ich hoffe, die kann auch dieses Jahr stattfinden, die dann einfach als Formenkenntnisexkursion ins Wildgehege in Moritzburg stattfinden wird. Da werden wir rechtzeitig aber noch Bescheid sagen, wann und ob die stattfindet. Ein weiterer Aspekt und weitere Komponente unserer Lehrveranstaltungen sind die sogenannten Gastvorträge. Das heißt, Sie werden nicht nur mich hier vorne sehen, sondern zur Abwechslung auch durchaus andere Kollegen. Hat natürlich den Grund, dass wir vieles Spezialwissen, was einfach andere besser können, wo andere besser sind auf Gebieten, das natürlich dann auch von denjenigen möglichst Ihnen vorstellen lassen. Das geht nicht immer, aber das geht in vielen Fällen, sodass also beispielsweise am 25. Mai vorgesehen ist der Gastvortrag von Professor Okama. Professor Okama ist an der Polnischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Krakau tätig und hat sich seit vielen, vielen Jahrzehnten mit dem Wolf beschäftigt, also eigentlich der Wolfsexperte in Europa schlechthin. Professor Okama hat auch im Wesentlichen ein Buch geschrieben, das ist dieses hier, über den Wolf. Das ist etwas, was Sie sich aus der Bibliothek mal ausleihen können und auch mal reingucken können, wenn es dann um diese speziellen Artenkenntnisse geht. Ein weiterer Gastvortrag ist am 15. Juni vorgesehen.
Das ist Dr. Gehle von der Forschungsstelle für Wildschadensverhütung und Jagdkunde in Nordrhein-Westfalen. Dr. Gehle wird sich mit einem bestimmten Aspekt der Wildbiologie, nämlich der Frage der Prädation, der Räuber-Beute-Verhältnisse beschäftigen und Ihnen da was vorstellen. Und dann haben wir noch am 29. Juni vorgesehen die Gastvorlesung von Dr. Rudi Pelz. Dr. Pelz ist freiberuflicher Sachverständiger für Gewässer und Gewässerökologie und der wird Ihnen was zum Thema Fische, Arten und Ökologie von Fischen hier vorstellen. Das heißt, das Spektrum der Wildtiere reicht ja auch durchaus über die, sagen wir mal, klassischen Arten, die genutzt werden in Deutschland hinaus, oder Fische werden ja auch genutzt, aber über auch die Säugetier- und Vogelarten hinaus. Wir hatten dann noch vorgesehen, ursprünglich eine Vorlesung von Professor Pfannenstiel aus Berlin. Professor Pfannenstiel hat ein Buch geschrieben über Wildschweine und da wird er natürlich auch, sollte er als Experte hier Ihnen selber was erzählen. Das ist jetzt nun leider im Moment der aktuellen Corona-Situation zum Opfer gefallen. Wir werden mal versuchen, ob wir das auch nochmal nachholen können. Können wir auch nicht garantieren. Das werden wir noch mitteilen. Stichwort mitteilen. Wir werden versuchen, unsere Informationen, so wie sie jetzt auf unserer Website auch finden, dass wir praktisch vieles jetzt auch online einstellen. So werden Sie auf der Website auch in den nächsten Wochen mal wieder Informationen finden, welche Veranstaltungen vielleicht noch irgendwo eingeschoben werden, was noch stattfindet oder was vielleicht auch endgültig nicht mehr stattfindet. Also bitte öfter auf die Website schauen. Die Website finden Sie am ehesten im Moment, indem Sie googeln Wildökologie Tharandt. Dann kommen Sie auf unsere Website und da können Sie dann unter Aktuelles vorne eigentlich sehr schön was sehen. Und danach gehen Sie auf das Thema Lehre oder Studium, heißt es dort. Und dort finden Sie dann auch nochmal genauere Informationen, finden Sie auch Literatur und auch unter Forschung finden Sie beispielsweise Literaturstellen, die auch für das Selbststudium wichtig sind. Darüber hinaus werden wir natürlich versuchen, alle diese Literaturstellen, die ganz konkret relevant sind, auch nochmal im Opal einzustellen. Ein weiterer Aspekt unserer Lehrveranstaltung ist sozusagen die praktische Arbeit. Wir haben allerdings kein Praktikum im Sinne von festen Zeiten, wo Sie dann irgendwo im Praktikumsraum irgendwas sich angucken, sondern bei uns besteht aber die Möglichkeit, sehr früh im Studium auch in Projektarbeit sich zu integrieren. Sie können also gerne sich mal schlau machen, auch das auf der Website typischerweise, was wir für Projekte gerade machen und ob Sie Interesse haben, daran mitzumachen. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Frage, wofür ist das gut? Einmal natürlich für Ihre persönliche Erfahrung in wildökologischen, wildbiologischen Fragen. Zum anderen aber natürlich auch für eine weitere wichtige Angelegenheit im Rahmen Ihres Studiums, im Rahmen des Bachelorstudiums, nämlich die Bachelorarbeit. Und was wir anbieten, was sicherlich viele andere Kollegen auch tun, ist die Möglichkeit, relativ früh im Studium, also schon jetzt ab dem zweiten Semester oder aber auch ein bisschen später, wie Sie das im Grunde für sich selber für richtig finden, mit einzusteigen in ein Thema, vielleicht sogar schon sich im Bachelor-Thema sehr früh auszusuchen und dann sozusagen studienbegleitend sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was natürlich dazu führt, dass Sie durchaus auch sehr interessante und auch Bachelor-Themen bearbeiten können, die praktisch über mehrere Saisons gehen und die damit natürlich auch insgesamt spannender werden und die auch zu einer sehr spannenden Bachelorarbeit dann führen können. Das ist ein Angebot. Sie müssen das nicht machen, aber es ist sicherlich zu überlegen. Wie gesagt, das bieten andere Kollegen auch an und es ist jetzt im zweiten Semester, hat der eine oder die andere vielleicht schon sich überlegt, was er später mal machen will, welche Richtung interessant ist. Will ich zum Beispiel in die Arbeitslehre oder in die Forstmaschinenkunde, will ich zum Beispiel in die Ökonomie, will ich in den Waldbau oder will ich mich eben mit Wildtieren beschäftigen? Und wenn Sie sich mit Wildtieren beschäftigen wollen, dann sind Sie eben bei uns richtig und dann können Sie einfach uns eine Mail schreiben oder mir eine Mail schreiben, herzog@forsttu Dresden. Ich schreibe das hier gerade mal an. Und unter der Mailadresse würden Sie auf jeden Fall auch eine schnelle Antwort bekommen, wenn Sie Interesse haben, bei uns entweder ein Projekt auf der Bahn reinzuriechen oder eben auch schon
eines der Bachelor-Themen aus unserem Repertoire zu übernehmen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie selber zum Beispiel etwas ganz Spannendes mit Wildtieren sowieso schon machen oder jemanden kennen, der was macht und sich dort einbringen wollen, dann können wir auf jeden Fall drüber sprechen, ob man auch mit einem Thema, was Sie selber mitbringen, eine Bachelorarbeit draus gestalten kann. Das, wie gesagt, einfach vorbeikommen und dann diskutieren wir darüber, wie wir das Ganze geregelt bekommen. Ja, ich würde nochmal zum Schluss auf die Frage der Leistungskontrollen eingehen. Am Ende des Semesters haben wir natürlich auch eine Prüfung. Unsere Prüfung läuft, weil wir ja sehr viele Studierende sind in diesem Modul, typischerweise als Klausur ab. Die Klausur wird, Sie haben wahrscheinlich auch schon Klausuren geschrieben im ersten Semester jetzt, die Klausur wird im Grunde genauso ablaufen, dass man in einem großen Hörsaal die Klausur schreibt und die dann korrigiert wird. Klausuren haben gegenüber mündlichen Prüfungen so ein bisschen den Nachteil, dass man im Grunde, was man einmal hingeschrieben hat, das steht dann da und wenn man irgendwo eine Frage falsch verstanden hat und wenn man letztendlich auch mit dem Schriftlichen etwas Schwierigkeiten hat, ist das vielleicht nicht ganz so einfach, wie wenn man mündlich eine Prüfung hätte. Andere Leute sagen, sie schreiben lieber, als dass sie mündlich geprüft werden. Das ist sicherlich was, was man individuell sehr große Vorlieben oder auch Abneigungen zu hat. Wir machen eben aufgrund der großen Zahl an Studierenden eine Klausur und zu der Klausur werden wir am Ende des Semesters auch noch was sagen. Im Großen und Ganzen geht es darum, den Stoff, den wir hier vermitteln oder wo wir jetzt im Grunde im Rahmen des Selbststudiums Ihnen sagen, das sollen Sie gelesen haben und sollen Sie auch verstanden haben und anwenden können, dass das dann auch Gegenstand der Prüfung sein wird. Und im Übrigen gilt das Prinzip, wir wollen das wissen, was Sie wissen und wir wollen nicht wissen, das, was Sie nicht wissen. Das heißt also, wenn Sie dort aktiv, positiv was hinschreiben, was richtig ist, dann ist das auch gut so. Also keine Angst vor dieser Klausur haben und wer hier regelmäßig mitgemacht hat, wird das auch relativ gut schaffen können. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Website. Die lange bezeichnete Website erspare ich Ihnen hier jetzt erstmal. Also wie gesagt, googeln, da finden Sie dann unsere Website und dort einfach mal durchklicken, sowohl durch den Teil Studium, sowohl durch den Teil Forschung und natürlich auf Aktuelles immer regelmäßig schauen, was dort gerade angesagt ist. Und im Übrigen werden wir halt auch vieles ins Opal einstellen, was für Sie relevant ist. Last but not least finden Sie im Grunde diese verschiedenen Aufzeichnungen der Lehrveranstaltungen und auch die ein oder andere schon aus einem anderen Modul auf unserem YouTube-Kanal, den Sie im Grunde auch entsprechend googeln können. So, das war es erstmal als Einstieg. Vielleicht würde ich Ihnen jetzt noch an der Stelle ein bisschen Informationen zur Literatur geben. Was können Sie ganz allgemein lesen? Was wir eigentlich immer machen, ist, Sie aufzufordern, wirklich zu lesen und auch über das hinaus zu lesen, was eigentlich hier wirklich unbedingt Lernstoff ist, also ruhig auch mal über den Tellerrand gucken und nicht nur nach Prüfungsrelevanz zu schielen. Und wenn man mit dem Lesen anfängt, dann gibt es beispielsweise eine ganz interessante deutschsprachige Zeitschriftenreihe, die sozusagen einen Jahresband jedes Jahr herausgibt. Das sind die Beiträge zur Jagd- und Wildforschung der Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung. Das Positive daran ist, es ist deutschsprachig, Sie müssen sich also in dem Fall noch nicht mit englischer Literatur rumplagen. Das kommt früher oder später sowieso, dass Sie es müssen, aber zum Einstieg und einfach aus Spaß mal ein bisschen über Wildtiere zu lesen, können Sie sehr schön in dieser Reihe Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. Alles, was ich Ihnen hier zeige, müssen Sie auch nicht kaufen. Die Bücher sind, soweit ich das weiß, alle in der SLUB und auch in der Taranta-Teilbibliothek, soweit ich das weiß, vorhanden. Wenn nicht, Bescheid sagen, dann würden wir da auch nochmal gucken, dass da was angeschafft wird. Wobei einiges auch gar nicht mehr auf dem Markt zu kriegen ist. Das müsste man dann einfach antiquarisch besorgen. Den Einstieg in die Lehrveranstaltung, die allgemeinen Dinge, was sind Wildtiere, was sind Populationen, was sind Arten, das finden Sie in diesem kleinen Band Wildtiermanagement, der sich dann vor allen Dingen für das Wildtiermanagement-Modul auch eignet, der aber eben gerade auch für die Grundlagen der Wildbiologie in den ersten Kapiteln sehr viele interessante Informationen Ihnen liefert. Einfach da auch die ersten Kapitel mal lesen, dann verstehen Sie sehr einfach und gut, was wir in Wildbiologie und Wildökologie letztendlich hier machen. Wir werden dann einzelne Arten vorstellen, wir werden also jetzt das ganze System gliedern nach Arten und wir werden praktisch taxonomisch vorgehen, wir werden uns mit den Boviden, also den Rinderartigen zuerst beschäftigen, wo dann vor allen Dingen die Hirsche
und die Wildschafe und die Wildziegen vorkommen. Wir werden dann uns mit den Raubtieren beschäftigen und so weiter und so weiter. Wie schon gesagt, also im Wesentlichen mit Säugetier- und Vogelarten, aber im Vortrag von Dr. Pelz dann auch mit Fischen. Ein Beispiel ist, wie gesagt, was ich schon mal gezeigt habe, das Buch zum Wolf oder ein uraltes Buch, was wahrscheinlich gar nicht mehr zu kaufen ist, was aber in der Bibliothek sicherlich vorhanden ist, von Reisfeld und Reulicke zum Rotwild. So gibt es eigentlich für die meisten Arten, die wir besprechen, auch Monographien. Die brauchen Sie natürlich nicht alle zu können und auch geschweige denn alle zu lesen. Aber wer Interesse an einer Art hat, ist einfach mal ermutigt, da mal reinzugucken, sodass Sie sich da ein bisschen vertiefend einlesen können, wenn Sie Spaß dran haben. Und das können Sie eben abends zum Einschlafen auch mal machen oder in der Bahn mal lesen. Das muss man ja nicht alles behalten, was da drin steht. Ein wirkliches Übersichtsbuch für die Art, die wir hier besprechen, also im Grunde einer Wildtierkunde, wie wir sie hier haben, haben wir jetzt in der Form noch nicht. Da arbeiten wir gerade in unserer Abteilung dran, aber das ist noch nicht fertig. Bis dahin kann ich Ihnen empfehlen, das ist auch etwas, was es auf dem Markt leider nicht mehr gibt, was aber in der Bibliothek vorhanden ist auf jeden Fall, heißt Informationen, wildbiologische Informationen für den Jäger, ist von Franz Müller und Sie können dort sehr schön zu vielen Tierarten sehr schöne Ausarbeitungen mit entsprechenden super Zeichnungen auch drin sehen. Das ist etwas, was, wie gesagt, leider nicht mehr, zumindest in dem Verlag nicht mehr vorhanden ist. Man könnte gucken, ob man es irgendwie noch in einem Print-on-Demand-Verlag kriegt, aber in der Bibliothek sind diese Exemplare auch, soweit ich das weiß, vorhanden. Da einfach mal reingucken, wenn Sie zu den einzelnen Arten ein bisschen was nachlesen wollen. Das wäre auch das, wenn Sie sozusagen der optische Typ sind, der mehr gerne liest als Vorlesungen hört, wenn Sie wirklich per Buch sich da reinarbeiten wollen, aber trotzdem sollten Sie die Vorlesung nicht außer Acht lassen. Und ganz zum Schluss natürlich nochmal der Hinweis, wir werden auch die Folien, die PowerPoint-Folien mit Stichworten zu der Vorlesung Ihnen einstellen ins Opal. Allerdings bitte zu beachten, diese Folien sind nicht der Prüfungsstoff, den man also auswendig lernen muss und dann schafft man alles, sondern das sind im Grunde reine Gedankenstützen mit Stichworten zu dem, was Ihnen ansonsten im ganzen Umfeld hier sonst noch angeboten wird. Ja, das war's fürs Erste. Ich wünsche Ihnen trotz alledem einen guten Start ins Semester und freue mich, dass wir uns dann hoffentlich im Mai bald persönlich kennenlernen. Bis dann.